jetzt. Peinliche Eltern, nervige Geschwister, eben eine ganz normale Familie. Live Bites, gleich bei Kabel 1. Nina, versuch's gar nicht erst. Du darfst heute nicht mit Tom aufs Konzert. Ja, ich weiß schon. Das ist ja auch gar nicht... Oh, was habe ich denn hier? Toms zweite Karte. Schade, die muss jetzt verfallen. Das macht nichts. Man kann trotzdem noch Späße mitmachen. Das war nur ein Scherz. Kein Grund für einen Nervenzusammenbruch. Nervenzusammenbruch? Das wäre wohl eher eine Herzattacke geworden. Ist ja schließlich der einzige Auftritt der Böllerbuben in Deutschland. Böllerbuben? Bei dem Namen ist es ein Wunder, dass sie überhaupt auftreten dürfen. Die sind voll cool. Die machen sogar Zaubertricks in ihrer Bühnenshow. Echt? Das würde dir bestimmt auch gefallen. Ja, du meinst, es lohnt sich wirklich? Absolut. Ja. Das wäre doch wirklich schade um die schöne Karte. Ja, Tochter, du hast absolut recht. Ich erzähl dir dann, wie es war. Tom, warte auf mich! Hey, wo ist denn heute die Tür? Ah, Tom, hier bin ich! Hey, Böllerbuben, ich komme! Zeit für die Herzattacke. Bitte biegen Sie nach 2 Kilometern rechts ab. Aber Mama, das Navigationssystem hat doch gesagt, erst in 2 Kilometern abbiegen. Ja, und außerdem hat sie gesagt, nach rechts und nicht nach links. Ach was, die Kuh hat doch keine Ahnung. Bitte biegen Sie jetzt links ab. Reingelegt. Hast wohl gedacht, ich biege wirklich links ab, was? Mama, für was hast du dir denn eigentlich das Navi gekauft? Damit sie jemanden zum Streiten hat. Ich gebe dieser Frau doch nicht die Genugtuung, mir zu sagen, wie ich fahren soll. Ich kenne den Weg. Aber Schatz, das ist nur eine Maschine aus Mikrochips und Software. Das ist keine echte Frau, also keine Gefahr. Aber immer wenn du mich zur Schule fährst, sagst du der Maschine, was für eine tolle Stimme sie hat. Das war nur einmal und das ist überhaupt nicht so, wie es klingt. Mann, oh Mann, wie komme ich da jetzt wieder raus? Achtung, Sackgasse. Danke für die Warnung, doch leider zu spät. Haha, heute kommt Champions League. Ich freue mich schon den ganzen Tag. Nee, ganz bestimmt kein Fußball. Fußball-Experten. Ja, liebe Zuschauer. Na, was meinst du? Ah, cool, meine Lieblingssuppe. Das schau mir an. Nein, bitte nicht. Das Kraftfutter für den Hund. Alles. Aber keine Werbung. Hallo und herzlich willkommen. Oh nee, Tom, du kennst doch die ganzen Gymnastikübungen eh schon im Schlaf. Volksmusik. Och nein, Hilfe. Bitte alles, aber das nicht. Allerdings, mir wird schon ganz schlecht. Hallo? Hallo? Umschalten. Bitte umschalten. Oh Mann, mit dir macht Fernsehschauen echt keinen Spaß. Ich geh in mein Zimmer. Ja, ich auch. Viel Spaß mit der Zombie-Parade. Nein, ist so schwer. Ja, etwas lieben. Susa, da kommt Finn. Oh, sieht er heute wieder süß aus. Aber wetten, er beachtet mich wieder nicht. Dafür kommt aber sehr zielstrebig auf dich zu. Psst, zeig nicht mit dem Finger auf ihn. Hi, Susa. Hi, Nina. Schon sag was. Er hat es schon wieder getan. Herzlichen Glückwunsch, leider sitzt hier wie eine ausgestopfte Holzente. Sag das doch. Okay, geht nicht. Ich zwinker zurück. Ich spitz mich an. Sag mal, ist dir auch was ins Auge geflogen? Mir nämlich vor einer halben Stunde. Seitdem muss ich ständig blinzeln. Nein, aber ich bin vor 2 Sekunden in einen peinlichen Fettnapf getreten und seitdem muss ich ständig im Erdboden versinken. Also ich weiß ja nicht, was du heute Abend machst, aber ich gehe zum Konzert. Ich hab dich auch lieb, Bruderherz. Es tut mir leid. Was machst du nochmal heute Abend? Ja,
Hör mal zu, Doof-Groupie. Ich bleib sowieso viel lieber zu Hause, als mit Papa aufs Konzert zu gehen. Viel Spaß, wenn dich alle deine Freunde sehen. Oh, hör ich dann Neid? Also, wenn du neidisch bist, geh ich mal locker aufs Konzert. Was machst du nochmal heute Abend? Also, Tom, Keule, auf geht's! Long live Rock'n'Roll! Papa, wie siehst du denn aus? Ach, ja, du hast recht. Wie peinlich. Entschuldigung. Aber wie hätte ich denn da gestanden ohne mein Kopftuch? Lass uns abrauschen, Keule! Die Böllerbub warten nicht ewig! Long live Rock'n'Roll! Also ich bleib heute Abend ganz gemütlich zu Hause. Und was machst du noch heute Abend?